Hier ist die Wahrheit, die für viele von uns, die in einer allzu oft hektischen Welt leben, schwer zu erkennen oder zu akzeptieren ist. Wenn wir innehalten, um unseren Rhythmus zu finden und die Gegenwart zu schätzen, sind wir leistungsfähiger, als wenn wir in der Vergangenheit verweilen oder uns um die Zukunft sorgen würden. In einer Gesellschaft, die uns dazu ermutigt, so beschäftigt zu sein, dass wir unser Bedürfnis nach Gelassenheit und Besinnlichkeit oft ausblenden, sind viele von uns standardmäßig süchtig nach dem Adrenalinstoß, der von nahezu konstantem Lärm oder Geschäftigkeit kommt. In diesem Chaos verlieren wir jedoch oft den Kontakt zum inneren Frieden. Wir vergessen, dass Vergangenheit und Zukunft nur Erfindungen von Geschichten sind, die wir in unserem Kopf weben, und dass der gegenwärtige Moment tatsächlich alles ist, was wir wirklich haben. Wenn uns das zum ersten Mal bewusst wird, spüren wir vielleicht eine Flamme des Widerstands in uns aufflackern. Auch wenn wir an das Konzept der Achtsamkeit glauben, gibt es manchmal eine starke Trennung zwischen dem, was spirituelle Lehrer wie Eckhart Tolle als den Denker und den Wissenden bezeichnen würden. Während der Denker scheinbar vergeblich urteilen, rationalisieren und analysieren will, ist der wissende Teil des Gewebes, das in einer tieferen Schicht in uns allen verwoben ist. Er leitet uns intuitiv in allem, was uns auf unserem Lebensweg begegnet. Wenn wir uns dies schließlich zu eigen machen und damit in Resonanz gehen, kann sich unser Leben drastisch verändern. Hier sind vier Dinge, die passieren, wenn wir Achtsamkeit üben. Nummer 1. Wir akzeptieren radikal, was jetzt ist. Wenn wir aufhören, über die Zukunft zu fantasieren und die Gegenwart als unzureichend zu beurteilen, ist eines der ersten Dinge, die uns auffallen könnten, dass wir anfangen zu akzeptieren, wo wir in diesem Moment sind. Warum ist das so ermutigend, fragst du? Nun, sobald wir jeglichen Widerstand gegen das, was uns im Hier und Jetzt widerfährt, fallen lassen, hören wir entweder auf zu leiden oder halten anderweitig Raum, um von dort aus Veränderungen zu schaffen. Obwohl viele von uns Akzeptanz mit Passivität gleichsetzen, führt der Widerstand, den wir erzeugen, zu Leiden. Wenn wir als direkte Folge davon leiden, verlieren wir den Zugang zu dem Wissenden im Inneren. Es kann uns dann wiederum schwerfallen, das weise Flüstern unserer eigenen Intuition zu hören, das uns ruft. Diese Stimme kann nur gehört werden, wenn wir Präsenz verkörpern. Nummer 2. Wir spüren eine stärkere Lebenskraft in uns. Es geschieht noch etwas anderes, wenn wir Achtsamkeit üben und schließlich verkörpern. Etwas, das so herrlich belebend ist, dass wir uns im Kern unseres Wesens verjüngt fühlen, als ob irgendwo tief in uns winzige Zeichen des Frühlings aufblühen würden. Wir beginnen zu spüren, was ich eine magnetische Lebenskraft nenne. Diese Kraft ähnelt dem, was in der traditionellen chinesischen Kultur als Qi-Energie bezeichnet wird, die im ganzen Körper zirkuliert. Wenn wir im gegenwärtigen Moment geerdet bleiben, nehmen wir unsere Macht zurück, indem wir das Bewusstsein aus unserem analytischen Verstand herausziehen und Energie in jede Zelle unseres Körpers einatmen. Wir nehmen wahr, wie wir uns fühlen und was wir sehen, hören und riechen. Aus dem Seelenschlaf der Isolation erwacht, fühlt sich der gegenwärtige Moment für uns realer an als je zuvor. Und wir geben ihm wiederum mehr Vitalität. Was könnte sich belebender anfühlen als das? Bevor wir mit dem Video fortfahren, nimm dir doch bitte einen Moment Zeit, um diesem Video einen Daumen hoch zu geben. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Glockensymbol zu aktivieren, damit du keines unserer Videos mehr verpasst. Nummer 3. Wir hören auf, in Schwarz und Weiß zu denken. Widerstand erzeugt Leiden. Leid ist das Ergebnis von Schmerz und Schmerz entsteht aus den Geschichten, die wir uns über die Ereignisse in unserem Leben erzählen oder die bereits eingetreten sind. Wenn wir eine Situation als entweder gut oder schlecht beurteilen, tappen wir in die Falle des Schwarz-Weiß-Denkens. Wenn wir lernen, diese Ereignisse als neutral zu sehen, hören wir auf zu leiden. Mehr noch,
Wenn wir diesen Schmerz umgehen, beginnen wir zu erkennen, dass die Dinge für uns geschehen. Auf wundersame Weise verringert sich dadurch auch unsere Reaktivität gegenüber Menschen oder Situationen, die wir sonst als unerträglich empfinden würden. Nummer 4. Das Leben beginnt sich sinnvoller anzufühlen. Wenn wir Achtsamkeit regelmäßiger praktizieren, wird sich das Leben für uns sinnvoller anfühlen. In einer Zeit, in der sich so viele von uns oft fragen, wie ein sinnvolles Leben aussehen oder sich anfühlen sollte oder ob es überhaupt möglich ist, eines zu haben, ermöglicht uns Achtsamkeit den Zugang zur Akzeptanz oder einem größeren Gefühl der Erfüllung im Kontext des gegenwärtigen Moments. Plötzlich lüften wir den Nebelschleier vor unserer Sicht und sehen entweder den Nutzen in dem, was wir tun, oder in dem, was wir nicht tun. Wir bemerken auch, wie wir uns fühlen, wenn wir es tun, und können so effektiver entscheiden, ob es zu unserem höchsten Nutzen ist oder nicht. Darin liegt unsere Macht, entweder unserem Leiden ein Ende zu setzen oder eine positive Veränderung zu bewirken. Nur dann können wir ein authentisches Leben führen. Niemals werden wir Zufriedenheit erreichen, indem wir uns der Hektik des modernen Lebens hingeben. Praktizierst du Achtsamkeit? Schreib es uns in die Kommentare. Vergiss nicht, dem Video ein Like zu geben und unseren Kanal zu abonnieren.